Hallo und herzlich willkommen zu Silver Solo Abenteuer im Schwarzfels Folge 15. Wir haben das Omnotron-Verteidigungssystem hinter uns gelassen und dürfen uns jetzt dann mit Maloriak beschäftigen. Bei Maloriaks Erschaffung muss ich wohl das Glas mit der Aufschrift Inkompetente Lakaien erwischt haben. Auch wenn Nefarian sich sehr geringschätzig über diesen Boss äußert, sollte man ihn trotzdem nicht unterschätzen. Er kann ganz schön hartnäckig sein. Ich habe mit dem Deck, das ich gleich vorstellen werde, einige Versuche gebraucht, ehe ich ihn besiegen konnte. Seine Heldenfähigkeit ist der Alchemist, die bewirkt, dass jeder Diener, der auf irgendeine Weise aufs Feld gerufen wird, sofort Angriffs- und Lebenspunkte vertauscht bekommt. Das bedeutet insbesondere, dass Diener mit 0 Angriff in diesem Kampf vollkommen nutzlos sind, es sei denn, sie haben irgendeinen Todesröcheln-Effekt, denn der würde dann sofort ausgelöst werden, ansonsten sind sie absolut für die Füße. Für Maloriak habe ich ein Jägerdeck herausgesucht, das auf verschiedene Art und Weise versucht, mit dieser Heldenfähigkeit fertig zu werden. Zum einen sind etliche Diener drin, die genauso viel Angriff wie Leben haben, denen die Heldenfähigkeit also nichts ausmacht. Zum zweiten sind Diener drin, die viel Leben haben, die also durch die Heldenfähigkeit hinterher sehr viel Angriff haben. Und zum dritten versucht das Jägerdeck durch die Wildtier-Synergie, die dem Jäger ja sowieso eigen ist, diese Mechanik zu kontern, indem die Diener hinterher verstärkt werden. Und viertens versuchen wir, die Art und Weise auszunutzen, wie diese Heldenfähigkeit genau funktioniert. Dazu haben wir in unserem Deck Diener enthalten, die Angriffs- und Lebenspunkte unserer Diener durch einen passiven Buff kontinuierlich erhöhen. Das sind nämlich der Waldwolf und der Champion von Sturmwind. Die erhöhen Angriffs- und Lebenspunkte, was dazu führt, dass durch die Heldenfähigkeit von Maloriak die erhöhten Lebenspunkte zum Angriff werden und dann gleich der Buff wieder erneut appliziert wird, sodass die Angriffspunkte nochmal höher werden. Gleiches gilt natürlich auch für die Lebenspunkte. Damit ist auch die Strategie klar, man versucht die Karten so auszuspielen, dass sie von den getauschten Angriffs- und Lebenspunkten profitieren. Dafür ist am Anfang, wie gesagt, der Waldwolf ganz gut, am Ende der Champion von Sturmwind. Und ansonsten nutzt man die Jägerkarten, die in dem Deck enthalten sind, um die vorhandenen Karten zusätzlich zu verstärken, damit sie länger durchhalten und mehr Schaden anrichten können. Für die gegnerischen Diener sind zusätzlich einige Removal-Optionen im Deck enthalten, verschiedene Zauberkarten, mit denen man dafür sorgen kann, dass die gegnerischen Diener nicht zum Problem werden. Wie eben ja schon angedeutet, wir sind hier im letzten Flügel des Solo-Abenteuers, das heißt, die Bosse sind ein wenig schwer. Das bedeutet vor allen Dingen, mit reinen Basiskartendecks kann es sein, dass es hier nicht auf Anhieb klappt. Ich habe ja eben schon erwähnt, dass ich für diesen Kampf etliche Versuche gebraucht habe, bis es funktioniert hat. Insofern sollte man sich hier nicht zu schnell entmutigen lassen. Und damit genug der Vorrede, wir gucken uns diesen Kampf dann jetzt mal in der praktischen Umsetzung an. Ich sage an dieser Stelle schon mal danke fürs Zusehen, viel Spaß beim Clip und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Rexxar gegen Maloriak! Keine Unterbrechungen! Lass die Jagd beginnen! So, Waldwolf auf der Starthand schon mal nicht verkehrt, Fährtenlesen und Flusskrokilisk auch okay. Ich würde sagen, damit können wir ganz gut arbeiten. Wir spielen den Waldwolf als erstes aus, damit wir dann die Diener, die dann in den folgenden Zügen kommen, zum Beispiel der Flusskrokilisk, direkt von dem Effekt profitieren. Unser Gegner versucht das auch auszunutzen mit dem Mana-Würm, der natürlich jetzt auch deutlich stärker wird. Wir ignorieren den mal, wir wollen unseren Gegner dazu zwingen, den Tausch zu machen, in der Hoffnung, dass er es tut und sich nicht komplett unseren Lebenspunkten widmet. Das da ist jetzt ein bisschen problematisch, weil es ist der gleiche Effekt, den er auch mit dem Mana-Würm erzielen will. Er will Diener, die sich ihre Angriffsstärke kontinuierlich erhöhen, das heißt, die über Zeit stärker werden, wo es also nicht so schlimm ist, dass am Anfang Angriff und Leben getauscht werden. Da das auf Dauer relativ gefährlich für uns werden kann, habe ich sie jetzt weggemacht. Das war's für unseren Silberrücken. Dann fangen wir halt an der Stelle nochmal von vorne an. Karten lesen, mal gucken, was wir bekommen. Ich glaube, wir nehmen den Tierbegleiter, den können wir nämlich ausspielen und der hat sofort Effekt. Ja, das ist nicht schlecht. 4-4. Das ist auch nicht so tragisch. Da könnten wir jetzt... Mit fast zwar durch, lohnt sich aber nicht. Wir verpassen unseren Wildtieren lieber Ansturm.
Onda. Okay, duplizieren. Das heißt, er wird uns gleich nochmal zwei von den Dingern in den Weg stellen. Dafür hatten wir mit dem Rhino 5 Angriff sofort zur Verfügung. Okay, die sind weg. 2-1 Dreier, die zu 3-1ern werden. Einen können wir mit dem arkanen Schuss wegmachen. Für den anderen. Ja, wenn wir nehmen den Hundemeister, verstärken unseren Bären, dann können wir nämlich den noch ein bisschen länger halten. Ja, na doch, wir greifen an und zerstören es. Damit ist zwar eigentlich der Effekt vom Hundemeister dahin auf der anderen Seite. Den haben wir noch auf dem Feld, können ihn einsetzen. Und den Gesichtslosen da. Ja, den machen wir jetzt mal mit Fass weg. Dann haben wir noch unseren zweiten Silberrücken. Mal gucken, ob er den nächsten Zug übersteht. Noch ein Leerwandler, Herr Jimmy. Mein neues Rezept wird euch gefallen. Auch das ist aber nett von ihm, dass er unseren Silberrücken wieder zurücktauscht. Damit hat er jetzt viel Leben und eine deutlich bessere Chance, da auch mal einen Zug zu überleben. Wir spielen alle unsere Diener aus, verstärken mit dem Stormwind Champion die komplette Bagage und haben dann noch die Möglichkeit, Schaden an den gegnerischen Lebenspunkten anzurichten. Okay, das Geheimnis könnte ein zweites Duplizieren sein oder es ist der Gegenzauber. Macht in beiden Fällen nicht so dramatisch viel Unterschied. Allerdings sollte ich aufgrund der Gefahr des Duplizierens im Moment mal die Diener ignorieren. Was auch gar nicht so verkehrt ist, weil meine Dienerschaft ist so stark, da kann ich ordentlich Schaden an den Lebenspunkten machen. Und wenn er jetzt mit meinen Dienern tauscht, dann wird das Geheimnis ja nicht ausgelöst. Er kopiert einen Silberrücken, das ist auch nicht weiter tragisch. So, jetzt haben wir ein Duplizieren und einen Gegenzauber draußen, das heißt, ich lasse meine Zauberkarte Zauberkarte sein, mache den Spott aus dem Weg. Duplizieren, okay, nicht weiter schlimm, es ist nämlich vorbei. So, und als Belohnung für den Sieg ist diese Karte hier. Ich werde mir in Erinnerung an diesen Moment einen neuen Namen für euch ausdenken. Schlechter von dummen, inkompetenten und enttäuschenden Lakaien. Ja, das passt.